willkommen zur Pressekonferenz zum heutigen Spiel HBW Badingen-Wallstätten, SG Flensburg-Handewitt. Endstand 25:32, Halbzeit 9:16. Zur Pressekonferenz begrüße ich die beiden Trainer, Mike Machula von der SG Flensburg-Handewitt. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und unseren Trainer Jens Dürkle. Mike, erwartete Sieg. Zufrieden mit dem Sieg, zufrieden vor allen Dingen mit der zweiten Halbzeit. Ja, erwartet weiß ich nicht, ob man irgendwas in der Bundesliga erwarten kann. Man muss hart dafür arbeiten, egal gegen wen man spielt. Man muss seinen Job machen und man muss die Bereitschaft haben, 100% zu investieren. Deswegen sollte man nichts erwarten, aber natürlich ist es so, dass wir auch vom Papier her die bessere Mannschaft sind, also die einzelnen Spieler haben, bei allem Respekt, aber man muss es auch abzeigen und man muss es auch mit voller Überzeugung auf die Platte bringen. Und das haben wir gemacht, besonders in der ersten Halbzeit. Deswegen bin ich natürlich auch mit dem Sieg zufrieden, auch mit der Höhe. Ich habe einen großen Respekt gehabt vor dem Spiel heute, weil man natürlich auch in den letzten Spielen gesehen hat, was Badingen leisten kann mit zwei unglaublich starken Auswärtssiegen. Jetzt auch gegen Leipzig, eine sehr ambitionierte Mannschaft, einen Punkt geholt zu Hause. Also es ist schon so, dass wir nicht hierher fahren und Punkte einkalkulieren, sondern wir wissen schon, was auf uns wartet. So, und deswegen bin ich erstmal sehr zufrieden. Und wenn wir jetzt über die zweite Halbzeit sprechen, dann müssen wir natürlich sagen, wir kriegen in der ersten Halbzeit 9 und in der zweiten kriegen wir 16 Tore. So, das heißt natürlich auch ein bisschen im Gefühl des sicheren Vorsprungs, so dass du vielleicht so ein bisschen die Bereitschaft dann auch vermissen lässt, den letzten Schritt auch zu gehen. Dann kriegen wir ein paar einfache Tore. Aber insgesamt ist das ein Sieg, der absolut verdient ist. Der macht mich stolz, weil meine Mannschaft wirklich eine Mentalität wieder gezeigt hat. Die wissen, worum es geht. Es war nicht einfach, 12 Stunden Busfahrt hierher zu kommen, sich hier vorzubereiten, dann die ganzen Umstände. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz über die Leistung. Ich freue mich über Torbjörn Bergerud, der heute wieder uns extrem gut geholfen hat. Ich freue mich über Jim Gottfriedsson, über Sögaard, dass sie wirklich die Mannschaft momentan führen. So, und alle wirklich im Spiel beteiligt sind, dass wir einen guten Flow haben, dass wir einen guten, attraktiven Ball spielen, dass wir wirklich auch geduldig Angriff spielen, dass wir auf unsere Chancen warten. Und insgesamt bin ich einfach glücklich, dass Johannes Goller wieder da ist. Das hat uns natürlich auch extrem geholfen. Das ist schon auch ein Spieler, der eine unglaubliche Qualität hat, der eine Präsenz hat auf dem Spielfeld, die uns extrem hilft. Und jetzt sind wir so langsam wieder alle komplett und können wieder so ein bisschen auch rotieren und auch ein paar Verschnaufpausen an die Spieler geben. Vielen Dank. Jens, dann darf ich auch dich mit deinem Spiel zusammenfassen. Mit dem zweiten Halbzeit unentschieden gegen Flensburg, damit kann man leben, oder? Wenn die erste auch unentschieden gewesen wäre, dann ja, auf jeden Fall. Erstmal Glückwunsch zu den Punkten, die auch völlig verdient waren. Es hat sich gestern schon so ein bisschen angebahnt. Also wir versucht haben, uns auf diese 5-1-Abwehr vorzubereiten. Das ist für unsere Verhältnisse schon wenig, danach einen Tag nachher dafür zu investieren. Weil wir diesmal die Rolle von Flensburg hatten, mit einer sehr, sehr kurzen Vorbereitungszeit. Und es fiel uns schon schwer. Und hat auch eine ganze Halbzeit gedauert, bis wir ein paar Lösungen gefunden haben, die nachher besser funktioniert haben. Ein paar Sachen haben wir ein bisschen umgestellt, aber das war im Endeffekt für uns in der ersten Halbzeit nicht zu bespielen. Und haben dann auch die vielen Gegenstöße bekommen, machen selber ein paar Fehler zu viel im Gegenstoß. Und dann zieht von 5-6, zieht Flensburg weg auf 6-13, glaube ich. Und dann ist die Luft oder die Kluft dann irgendwann zu groß. Wir haben Anfang zweiter Halbzeit noch eine Phase, wo man auf 4 stellen, wo du denkst, oh, mit den Erfahrungen in der letzten Wochen, vielleicht passiert da noch was. Haben auch sonst noch ein, zwei Phasen, wo es nachher noch 5 sind, aber der Faktor war Flensburg einfach zu gut heute für uns. Und deshalb ein verdienter Sieg und Glückwunsch. Und eine gute Heimreise wird ja ein bisschen dauern. Das wäre jetzt noch meine nächste Frage. Ihr habt 12 Stunden Fahrt. Wie macht er das hierher? Wie macht er das in einem Stück oder macht er Pause zwischendrin und jetzt wieder zurück? Eine kleine Pause machen wir schon zwischendurch, dass die Jungs auch mal frische Luft kriegen. Das macht schon Sinn. Der Fahrer muss ja auch mal gewechselt werden, der kann ja auch nicht 12 Stunden durchfahren. Also das ist schon so, dass wir Pausen machen, aber wir wollen natürlich auch schnell an den Ort kommen, wollen uns schnell vorbereiten, wollen schnell nach Hause, weil jetzt kommen die nächsten Spiele, jetzt der Dezember ist brutal. Aber ja, 12 Stunden Busfahrt ist natürlich nichts, wo du hinterher rausgehst und hast zwar 12 Stunden gelegen, aber von Erholung ist ja nicht viel zu spüren, klar. Aber es sind die Situationen, die wir momentan haben. Wir können nicht oder wir wollen nicht fliegen, wir wollen Flughäfen meiden, wir wollen Menschenansammlungen meiden. Dann sind das die Lösungen, die wir haben. Und die Jungs machen das alles mit, die tragen alles mit, gehen sehr professionell damit um. Und natürlich 12 Stunden Rückfahrt mit 2 Punkten und mit dem Sieg macht natürlich auch mehr Spaß.
Ganz so ähnlich wird es euch jetzt ergeben nach Hannover. Vielleicht nicht ganz so weit, aber wie bereitest du jetzt die Mannschaft auf Hannover vor, auf die Landfahrt? Also das ist jetzt der Unterschied. Wir Schwaben, wir denken immer, dass nach Hannover direkt Flensburg kommt. Da sind schon noch ein paar Kilometer dazwischen. Für uns ist ja Hannover schon höchster Norden. Das stimmt ja de facto nicht ganz so. Also die Fahrt unterscheidet sich schon nochmal um ein paar Stunden, wahrscheinlich 4 Stunden oder sowas. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Und wir haben diesmal genügend Zeit auch jetzt zu regenerieren. Wir können morgen einen freien Tag machen, werden am Dienstag erstmal nur einen Athletiktag machen. So dass wir auch ein bisschen Luft haben nach diesen für uns jetzt doch auch geballten Wochen. Und dann geht es wieder mit vollem Fokus auf Hannover weiter. Aber die Fahrt kriegen wir weggesteckt. Okay, vielen Dank. Dann möchte ich mich bei euch beiden bedanken. Mike, euch gute Reise.